Hallo, meine lieben Sportsfreunde, ich melde mich jetzt aus dem Bauernhof, der was einmal hier in meinem Heimatdorf ist, damit das einmal seht, wie schaut so ein Bauernhof von 1500, ich weiß gar nicht mehr, wo es erbaut worden ist, aus. Das einmal seht, lebendige Geschichte. Immer schon ganz blutig vom Schlafspinnen. Immer und immer wieder schreien der Bauer und der Knecht vom Webstuhl her nach Nachschub. Die Männer schreien immer, wenn mir Weiberleid mit Schnellblut spinnen. Dabei gibt es immer Drängelei, als ob es ums Leben ging. Die sehen nicht, dass unsere Finger wehtun und wir die Fasern fast nicht mehr greifen können, weil unser Händ schon 10 Stunden lang Faden für Faden spinnen. Das ist ein ordentliches Gewand gibt für alle, fein oder grob. Die Bauernsleute feine, den Knecht und die Magd grobe, Sommer wie Winter. Tag für Tag spinnen und weben, wenn die Zeit da ist. Der Flachs auf die Felder rupft und Hand für Hand voll übereinander gelegt und gebündelt. Mühsame Arbeit, bis die Pflanzen dürr werden und wir sie auf die Röste gären lassen. Dann wird's noch fein geschlagen. Wenn die Arbeit dumm ist, dann kommst du in die Breche, die Bäuerin als Hochzeit geschenkt hat. Da werden die Pflanzen schön langsam durchgezogen. Aber bevor der Flachs geschoben werden kann, muss alles, was noch Gras und Stroh ist, raus. Damit auch die letzten Holzspanen aus den Fasern verschwinden. Ist schon ein mühseliges Handwerk. Und dann müssen wir die Pflanzen hechen. Und da gibt es für uns Weiberlein immer viel zu reden und zu erzählen, was so im Dorf geschehen ist. Aber aufpassen muss man trotzdem. Auch wenn die Gedanken manchmal ganz woanders sein. Je öfter man hechelt, umso feiner wird der Flachs. Und jetzt erst kann gesponnen werden, weil die Männer am Webstuhl arbeiten. Und grantig sein, wenn wir nicht schnell genug spinnen. Das war so ein Infovideo, was in die Bauernhöfe abläuft.